Ja, Sheriff Dre wurde von einem Team verschiedener Geschlechter, Hintergründe, Ethnien, Religionen und Persönlichkeiten erschaffen. Obwohl dieses Spiel nicht auf wahren Ergebnissen basiert und eine erfundene Geschichte erzählt, würde es dennoch mit der Hilfe von historischen und kulturellen überentwickelt. For a friend, Mike Sherlock. Adios, Montreal. Bitte. Crystal Dynamics. Es gibt keine Fallschirme! Ich weiß! Mit dem Sound los? Zwei Tage zuvor. Hörst du passiert, Lara. Was findest du hier unten? Oder das hier? Okay. Thank you.
Oh, hi. Ist auch gleich für mich hier, oder? Sorry, aber was ist mit dem Sound los? Audio und Sprache. Soll ich das jetzt nehmen? Also, ich bin mir da nicht ganz sicher. Das heißt, ich verstehe es nicht. Was ist mit dem Sound los? Sorry, hi. Jonah, ich bin draußen. 20 FPS. Sei vorsichtig, der Weg hinein ist voller Fallen. Wird gleich immer neu steigen müssen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. 6 Wochen und keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Runtergestellt. Ich hoffe mal, dass es jetzt besser funktioniert. Ja, wer ist die? Jonah, ich bin draußen. Sei vorsichtig, der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. 6 Wochen und keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Also jetzt habe ich ja schon mal durch den 30 FPS, wie es aussieht. Also halbwegs. Weil zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Ach du Scheiße. Okay. Hi. Herzlich willkommen zum neuen Display von Shadow of the Tomb Raider. Ich habe jetzt alle anderen Spiele, also fast alle anderen Spiele schon displayed, die neueren jedenfalls. Und dieses Mal ist jetzt der ganz neueste dran. Heute ist der 12. Ja, 12.9. Und ich habe die Vorbestellmessung für 90 Euro gehabt da. Ist das richtig? Also, mein Problem ist, meine Grafikkarte ist nicht so super gut, deswegen ist das Spiel nicht so gut aus. Und ich habe auch runtergestellt und alles. Ich hoffe mal, dass es wirklich okay ist. Und ich bin unterwegs. Wenn man es auch halbwegs sehen kann, das ist mir voll leid, aber... Sei vorsichtig. Aber wie die Grafiken überall geladen. Ach du Scheiße. Das nervt mich. Einen Sprengsatz? Lara! Wow! Sieh dir das mal an! Die Recherchen haben sich wohl gelohnt. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Mhm. Ich habe gesehen, wo der Gang über dir eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, es geht schon. Was ist das hier? Mystische Bilder. Die Inschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch. Rosa Fisch? Ein Berg mit silberner Krone. Hier hinten steht ein Datum. Aber ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Wer verwischt hier seine Spuren? Vorsicht. Lara! Wir müssen schnell hier weg! Lara! Nein, was braucht ihr? Komm jetzt! Okay. Los, los! Schnell! Vielleicht kann ich gleich mal die Grafik noch an manchen Stellen höher stellen. Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Jonah. Hey, willst du dich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja, rosa Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach übrigens, in dem Café soll es verdammt gutes Essen geben. Mhm. Ich kenne den Koch. Ach, ich krieg jetzt nichts runter. Was? Nach dieser Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich könnte einen Wal verdrücken. Musik
Da ist er. Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine. Die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen, sieh es dir genau an, es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus. Aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden. Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. Okay. Und das hilft? Trinitys Leute sind bewacht. Ach du Scheiße. Und sie haben Verstärkung dabei. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Was für eine letzte Zelle. Okay, 20 FPS. I want to kill myself. Sie wissen, dass wir bei der anderen Stätte waren. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. Hey, Sammy, wie läuft's bei dir? Gracias, Jonah. No toques. Tapfer, hier die Karte. Wow. Das ist ein bisschen was. Ich will mal kurz hier den Sound schon. Game. Na, Audio war das. Audio wieder ein bisschen lauter stellen. Nein, abbrechen. Ich wollte Sound. Genau. Okay. Dahin. F. Hi. Unglaublich, was? Der Junge hat die Ofrendas getrunken. Oh je, ich war als Kind bestimmt genauso unartig. Kein Grund, ihn zu bestrafen. Das erledigt ganz allein der Tequila. Er hat genug getrunken. Ja, arm ist ein bisschen. Okay. Habt ihr vielleicht vorhin was Das viele Essen lässt meinen Magen knurren. Du hättest was essen sollen. Ich war zu aufgeregt. Wie üblich. Die Jugend ist bei den Jungen verschwendet. So sagt man. Bei mir nicht. Ich hatte eine wilde Jugend. Das wollte ich wissen. niemand. Okay, schade. Das müssen wir, dass Lara hier nicht so schnell laufen kann. Kann ich hier durch, bitte? Wen kann ich noch ansprechen hier? Da vorne. Hi. Bitte, probieren. Riecht sehr lecker. Oh, hast du jetzt Zeit zum Essen? Ich passe mich an. Okay. Wow. Also auch wenn das Spiel jetzt wirklich gerade, auch wenn es gerade nicht in so einer super guten Grafik ist. Siehst du was? Nein, suchen wir weiter. Finde ich, sieht trotzdem schon eigentlich ganz schön hübsch aus.
Also nicht ganz schön hübsch, sieht es wirklich gar nicht hässlich aus. Also. Schau, für meinen Vater. Ich könnte eine für meine Mutter anzünden. Ich mag keine Menschenmengen. Sind wir Sturmwachen oder Todlose lieber? Nein, schon okay. Okay. Jonah, okay. Er ist am Tor. Ich sehe. Danke. Passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Sag das direkt gegenüber den Leuten. Hey Jungs, wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Fuck. Ich hab gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta steigen. Chicas mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier, wenn's nicht so aussieht. Gott segne sie. Ich wollte ihr ein Opfer bringen, oder? Wie nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Hm? Ah, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also, weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. Okay. Hier irgendwas versteckt? Irgendwo? Jonah, ich bin drin. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Verzeihung. Da ist er zum Beispiel selbst gelaufen. Okay. Wow. Das sieht voll schön aus. Ja, Sir. Trotz des Fiaskos in Brasilien zweifel ich nicht. Wow. Ich kann mit niemandem hier reden, oder? Also, so wie es scheint. Oh, da, du kannst reden. Hi. Wir haben es nie in die Flitterwochen geschafft. Mein herzliches Beileid. Und vielleicht mache ich die Reise allein. Oh, okay. Der hat wohl seine Freundin verloren. Oder ist das seine Braut? Flitterwochen ist ja dann Braut schon gewesen. Huh. Sorry, dass ich hier gerade so ganz langsam durchlaufe. Erstmal Sachen klauen, Lara. Oh Mann. Hi. Nein, ich muss nicht in die Augen schauen. Oh Mann. Ich muss noch da hinten. Sorry, dass ich bin total überwältigt. Ich finde das so, sieht so schön aus. Darf ich durch? Dankeschön. Verzeihung. Jonah, Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Wie ist jetzt dafür gekommen? Ja, du hast recht. Was? Disculpe, Senorita. Mein Fehler. Okay. Und wo spielt denn die Musik? Ich kann von euch reden, oder wie? Hier komme ich auch nicht durch. Schade. Ja, dann sieht es auch echt interessant aus. Alle betrinken. Ich finde, das ist voll das schöne Fest eigentlich. Halt die Toten sozusagen zu feiern, zu sagen, dass man sie nicht vergisst. Und dass man sie jemand durch hat viel an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutungen. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Seine Toten Jonah, nicht, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg.
das zeigt man, dass das zeigt ja, dass man so, dass man nicht, also dass man auch an sie denkt und sowas. Son muchos de sus hombres. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig, danke. Wir sollten gehen. Okay. Kann ich durch? Danke. Ob bin ich. Okay, ich dachte schon, es wäre irgendwas gewesen, wie ich mal getreten bin. Ja. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Gut. Sie finden sie. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Schon zu spät. Aber du kannst da wieder weggehen. Okay. So, was machst du denn da? Guten Tag. Hey, raus aus meinem Büro. Wie bitte? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Was? hübsches Lo siento! Keine Sorge. Lauf. Spiegel. Werte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir bereit. Okay. Ha. Das ist, wie viel Müll hier auch überall rumliegt. Krass. Wie ist es denn? Okay, schön, dass man da, schön, dass ihr einfach über solche Sachen, wo man durchlaufen kann und so. Jonah, Sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. Kann ich hier an sich hinten? Na, kann ich nicht. Oh, ich kann endlich rennen. Endlich. Es ist zu weit. Ich bin nicht mehr langsame Lara. Oder die langsame Lara. Hey, ich Tür auftreten, lass mich Tür auftreten, ich möchte Tür auftreten. Oh Mann, ich darf keine Türen auftreten. Oh Mann. Das ist alles nur Mobbing hier. So. Hops. Was war das? Hops. Genau. Krass, so schnell kann sich umziehen. Diesen Ruinen steckt mehr. Eine Maya-Pyramide in so einer Art Höhle. Faszinierend. Hat gemacht. Hey, ich möchte ihn sehen. Was tut die Person gemacht haben? Keine Zeugen. Ich habe einen Schuss erwartet, aber okay. Fuck. Was haben die mit ihm gemacht? Hier? Komm schon! Mach endlich! Retten. Warte, ich bin ein Regierungsbeamter. Ich habe hier eine Aufgabe. Jetzt nicht mehr, Herr Archäologe. Nein, mach's nicht, Wurde aufgelöst. Bitte nicht. Ich habe Geld. Ich kann bezahlen. Ich tu dir nichts. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Wir haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein. Ich kann vielleicht kann ich ja die Grafik ein bisschen, also ein kleines bisschen höher stellen. Kann ich mal schauen, was ich inzwischen die Aufnahmen schaut, dann was besser gerade einen Archäologen töten. Kann ich irgendwie einen von denen? Oh Gott. Kann ich ihn looten oder so? Ich muss das finden, wonach sie suchen. Kann ich ihn looten? Doch, kann ich. Okay, super. Hier ist Commander Rock. Alle Teams bereit machen für Operation Blackout. Blackout. Okay. Was auch immer die Operation Blackout bedeuten soll. Wo ist denn? Bin ich blöd? Scheinbar bin ich das. Hier ist niemand mehr. Ernsthaft? Schön, dass die so versteckt handeln.
Was ist hier? Ach, Kisten zum Öffnen wieder. Ich will hier Sachen mitnehmen. Das haben wir doch alle am liebsten. einfach Sachen aus Kisten nehmen, die einfach überall herumliegen. Okay, ist schon mal niemand in der Nähe noch, bisher. Boah, ihr wisst nicht, wie sehr ich mich auf dieses Spiel freue. Also halt wirklich, auch wenn ich jetzt nicht die beste Qualität habe und sowas. Aber trotzdem, das ist... Ich hab so Bock drauf. Zack. Und auch, dass sie haben ja irgendwie alles verbessert von, was schlecht, also halt was halbwegs nicht so gut beliebt war von anderen Teilen. Ich kenne diese Figur. Das ist Ixchel, die Göttin des Vollmonds. Oh, und das ist Chakchel, der Neumond. Da ist eine Inschrift. Chakchel. Der Schlüssel liegt jenseits ihres Blickes. Der Schlüssel. Das ist es. Der Eingang muss da unten sein. Okay. Darf ich mich bewegen, weil da waren noch irgendwo Sachen. Ich muss da runter. Okay. Soll ich sofort okay sage? Ich bin aufgeregt. So, hops und dann E. Hops und E. Genau. Da kann ich nach unten laufen. Laufen, so krack sehen ist es ja eher. Wo muss denn hin? Okay, das müsste gehen. Ach, zu Abseilen, okay. Wo muss ich denn? Ach, aber weiter runtergehen. Boden hier, um zu landen. Okay. Dann komme ich jetzt irgendwie hier super gut nach oben. Aufpassen. Nein. Darüber. Boah, es fühlt sich so um einiges besser an als in den. Sofort die Städte sichern. Wenn Dr. Dominguez eintrifft, gehen wir zusammen rein. Wieder abseilen. Das muss ich mir mal merken, bevor ich das dann einfach vergesse und wieder an irgendeiner Stelle bin, wo ich. Am C. Genau. Nein, nicht nach da vorne fallen. Ich wäre sehr dankbar, würdest du das nicht tun. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, da vorne. Also hops und E. E. Gut, ich werde es auch erklärt. Wo kann ich den lang kriegen? Ah, okay, muss gerade da oben. Hops. Und dann. Alle Einheiten bereit machen. Dr. Dominguez kommt nach unten. Dominguez. Ich muss mich beeilen. Niemals ist Dr. Dominguez der Hauptmann vom Trinity. Das glaube ich nicht. Das hätten wir den ja vorher mitbekommen. Scheiße! Oh, das ist nicht dahin. Ich schaff das. Hops. Darüber. Wieder nach unten. Dann ist zur Seite. Dann gleich wieder abseilen, oder? Statue blickt zu dieser Höhle. Okay, sie wollen das Abseilen wirklich gerne wirklich gerne zeigen, wenn man das machen soll. Ah, okay. Das war okay. Oh Gott. Oh wow. Das ist es. Wow. Hübsches Köpfchen. Jonah, ich betrete eine Höhle. Möglicher Kontaktverlust. Verstanden. Ich behalte hier Trinity im Auge. Okay. Keine Sorgen, Lara leckt sich den Weg durch. Vorsichtig, den Stein. Die Höhle steht anscheinend sonst unter Wasser. Oh, ab der Stelle habe ich nicht ab der Stelle, oder? Doch, das war schon auf der Gamescom. Diese Stelle war dann schon auf der Gamescom. Also, ja, die Inschriften auf diesen Maya-Monolithen sind unleserlich geworden. War halt nur eine Demo-Version und in diesem Teil habe ich dann angefangen bei der Gamescom zu spielen. Habe ich halt extra 4 Stunden lang gewartet, damit ich überhaupt rankomme. So. Was steht da? Sagst du nicht, okay. Okay, zwar.
Pfeilschießen. Yeah. Und. Also das Rätsel von diesem Tempel dürfte ich also schon halbwegs wissen. Alles klar. Oh, man kann jetzt auch die Sachen zerreißen. Ah, mit C, der da oben. Genau, die Teile. Ich habe schon teilweise ein paar davon gesehen. Also ein paar von. Ich glaube, ich habe fast alle Ratten, diese Ratten. Ich finde Ratten irgendwie nicht so die leckersten Viecher. Hm. Was ist das hier? Wisst ihr was? Also ich habe 25 Minuten erreicht und ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen vom ersten Part Shadow of the Tomb Raider. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, da schreibt gerne mal in die Kommentare, ob es für euch so okay ist mit der Grafik. Ich werde das probieren, was ich machen kann, wie hoch ich stellen kann und sowas. Aber nicht zu viel erwarten. Man, das nervt mich selbst. Also, okay. Nochmal Dankeschön fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Falls ihr mehr davon sehen wollt, schaut gerne mal auf meinen Kanal vorbei. Da sind noch ein paar mehr Tomb Raider Displays, die älteren Spiele, aber auch Rise of Tomb Raider und Tomb Raider. Und wenn ihr schon da seid, lasst gerne mal ein Abo da. Ich freue mich immer über alle neuen Leute, die dazukommen und sowas. Ich bin traurig. Okay, nochmal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part.